Willkommen zur 100 Euro vs. 1000 Euro Survival Challenge. Winter Edition. Wir werden in Zweierteams versuchen, 24 Stunden draußen bei minus 10 Grad zu überleben. Na, dann mal Petri Heil. Wir sind jetzt hier in einer Mall in Salzburg und wir werden jetzt auswählen, wer das dicke, fette Budget von 1000 Euro hat und wer, na, ein bisschen gearscht ist, ne, mit nur 100 Euro. Wer jetzt in der App gewinnt, kriegt 1000 Euro und wer verliert, muss mit 100 Euro überleben. Aber der darf sich dafür sein Teammate für die Challenge aussuchen. Das ist immer, man muss immer vorher wackeln. Bam! Ja! Das erste Mal, dass er was gewonnen hat, ne? 1000 Euro. Ich meine, die Challenge ist so oder so schwer, aber mit 1000 Euro können wir so viel machen. Komm, ich mag euch doch beide. Ich glaube, mit Tom habe ich an sich den besseren Partner gewählt. Ich bin unnormal schlecht, glaube ich. Ich glaube, mir ist jetzt schon kalt und so. Mir ist viel wichtiger, Moment in die Scheiße zu reiten und mit dem das durchzustehen. Deswegen nehme ich auf jeden Fall Mo. Wir haben 100 Euro zur Verfügung und die ersten 2 Euro werden hier für die Fahrt investiert, Digga. 98 Euro nur noch. Du, geil. Das erste Mal, dass ich das dicke Budget habe. Freust du dich, dass ich dich gewählt habe? Das ist geil, oder? Sehr. Das ist Traumduo wieder vereint, kann man sagen, ne? Also ich habe überlegt, ich kaufe mir jetzt erstmal so ein paar schöne Sachen für zu Hause. Ich weiß auch die Challenge. Komm. Wir sollten auf jeden Fall hier einen Fußball nehmen. 5 Euro. 5 Euro. Ja. 5 Euro nehmen wir mit. Wir haben hier einen richtig feinen Laden fürs Outdoor-Survival gefunden. Die Jungs sind da schon. Lassen sich für ihre mickrigen 100 Euro beraten und wir können praktisch den Laden leer kaufen. Weil es geht ja darum, wer jetzt erst aufgibt. Wir haben hier Schlafsäcke bis minus 21 Grad. Kosten allerdings 100 Euro, wir können uns nicht mal einen davon leisten. Ach, nein, natürlich. Beide denn nehmen? Ja. Ja, genau. Wie viel kostet der? Der kostet 69, nein, nein, nein. Das ist ja nix, ne? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Damit sind wir schon über 100 Euro Budget. Holzi und Mo merken relativ schnell, dass sie mit ihren 100 Euro nicht weit kommen und entschließen sich dann dazu, eine Linko-Aktion abzuziehen und suchen Hilfe bei Boris. Wir haben gerade eine sehr gute Idee bekommen. Und zwar weiß ich, dass Boris auch einen Schlafsack dabei hat. Der wird den aber ja nicht brauchen. Deswegen rufen wir den jetzt an und fragen, ob wir uns den ausleihen können. Ich kann euch diese gleich mal Schlafsack geben. Boah, okay, Baba. Das ist super. Jetzt haben wir momentan auf 260 Euro. Na gut, Mensch, da haben wir noch. Wie sollen wir denn das ganze Geld ausgeben? Also da haben wir dann schon noch. Da haben wir schon noch ordentlich Luft nach oben. Ich sag mal so, in der Wildnis draußen gelten ein bisschen andere Spielregeln. Ne? Da heißt es fressen oder gefressen werden. Oder wir beklauen euch und ihr habt gar nichts mehr. Das heißt es manchmal auch. Während Holzi und Mo nur darüber nachdenken, uns abzuziehen, geben wir weiter fleißig unser Budget aus. 10 Teile haben wir uns ausgesucht. 67 Euro. Ich bin ehrlich, ich glaube, ein Teil von den anderen kostet schon mehr. Ja, locker. Ich habe mir jetzt hier noch fette Schuhe geholt und Tom hat da auch eine super Idee. Ja, und wenn es ganz kalt wird, haben wir noch hier, dann holen wir es noch Schnaps später. Und hat die Verkäuferin gesagt, ja, hier. Genau. Super Tipp von der Verkäuferin. Genau. Wenn es kalt wird, einfach mal einen reinorgeln. Jawohl. Bitte einkaufen. 30 Euro noch für Essen, Trinken. Müssen wir auf jeden Fall jetzt auch irgendwie einkaufen. Mal gucken, wo wir rauskommen. Genau. 850 Euro. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so viel Geld für so Survival-Sachen ausgeben. Ja, ach, das ist wirklich so. Ulrich stolze Rechnung. Ich habe nie so eine lange Rechnung gesehen. Wir waren erfolgreich. 815 Euro wurden vershoppt. Und jetzt holen wir uns noch Essen und Schnaps. Wir haben noch was für euch. Wir denken auch an euch. Wir haben so viel Geld. Das ist gut. Und jetzt dürft ihr die Augen aufmachen. Weil ihr die Cloud seid. Was sagt man dann? Ich bin gleich alle eine Bombe hier. Ja, Mann, und jetzt geht die Challenge los! Oder auch nicht, denn während wir aufs Klo mussten, dachten die Jungs, wäre es eine richtig coole Idee, uns einfach zu beklauen und haben unsere Sachen durchwühlt. Zum Glück haben wir das noch rechtzeitig gemerkt und diesen Betrug aufgedeckt. Wir sind jetzt vom Supermarkt und haben noch knapp 140 Euro übrig. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen, worauf wir Hunger haben, ne? Wir nehmen einmal Handfeuerholz mit. Weil es wird schwer, im Schneegebiet trockenes Holz zu finden. Als es dann doch zu kalt wird, Jack Daniels. Jawohl. Das ist jetzt unser Einkauf, vollgepackter Einkaufswagen. Und jetzt geht's zur Kasse, mal sehen, wie viele Euro da stehen. Wir machen es kurz und knapp, 28,50 Euro hatten wir noch frei. 27,21 Euro haben wir gezahlt. Wir haben ein bisschen Nahrung, ein bisschen Getränke, ein bisschen Holz. Das wird schon reichen, ne? Komm. So. Und zwar haben wir jetzt nicht mal 100 Euro ausgegeben, 95 Euro glaube ich, also noch
einiges an Budget da, aber scheiß drauf, wir machen das auch so. Wir sind jetzt bei, keine Ahnung, 950 Euro oder so. Das muss reichen. Die Survival Challenge geht los. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Minus 8 Grad und wir werden beide versuchen, 24 Stunden in Teams zu überleben. Viel Glück. Viel Glück. Auf geht's. Auf geht's, Jungs. Haut rein, Jungs, ne? Okay, wir Survival Boys starten direkt. Wir sind full gepackt und werden uns irgendeinen geilen Spot jetzt suchen. Die Jungs gehen da hinten ihre Wege. Hier ist unser Startpunkt. Wir haben hier super viel Zeug, was wir alles mitschleppen müssen. Guck mal, wir haben noch da hinten die Hütte, wo wir eben Intro gedreht haben. Hello. Ey, ich glaube, für uns wäre so eine Hütte aber auch ein guter Call. Wir brauchen so eine luftgeschützte Hütte, Digga. Egal, lass jetzt erstmal da hin und gucken. Der Weg endet, wir sind jetzt ein bisschen marschiert und wir werden jetzt von der Road Offroad. Einfach mal da durch den Schnee. Der Schnee ist, glaube ich, so hoch, aber rein da. Wir sind bestens aufgerüstet. Let's go. So, wir haben jetzt erstmal geguckt, was man hier ablegen kann, damit wir erstmal mit möglichst wenig Ballast reisen. Ich hoffe, dass die Sachen, die wir jetzt da verstecken, nicht geklaut werden, weil dann sind wir komplett aufgeschmissen. Ich glaube, wir haben es todes unterschätzt. Also so sieht es gerade aus. Den Weg sind wir schon gelaufen, da ist das Haus. Bruder, mir tut alles weh. Wir müssen aber irgendwie in den Wald. Ja, weiter geht's. Ja, schön machst du das, Junge. Oha. Digga, hier ist ja richtig Maschendraht und so. Uiuiui, wo legen wir das denn hin? Team 100 Euro ist dabei, ihr Hab und Gut in einer Hütte zu verstauen. Derweil macht sich Team 1000 Euro auf den Weg in den Wald. Oh, Alter, ey, wir haben den Hügel hochgeschafft. Jetzt kommt Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun. Wir werden jetzt uns in den Wald begeben. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen einfacher vorgestellt. Weil egal ob 1000 oder 100 Euro, diese Schneeberge hochzulaufen, war anders. Was sagt deine Nase? In welche Richtung sollten wir gucken? Zurück sollten wir am besten da und so ein bisschen unten bleiben, oder? Ja, an dem Bach entlang halten. An dem Bach entlang, und ja. Und weiter hochgehen. Ja, dann lass das machen, Digga. Okay, dann los geht's. Petri heil. Petri heil, Jungs. Okay, wir sind jetzt an unserer Position angekommen. Ich habe die beiden da unten schon im Blick. Ja, die spielen da, glaube ich, gerade an sich rum, ne? Aber okay. Wir werden jetzt erstmal hier campieren, unser erstes Lager. Aber nicht das Lager für die Nacht. Aber wir müssen unbedingt Kräfte tanken. Weil ihr glaubt nicht, wie anstrengend das war. Boah, wir sind jetzt schon eine ganze Weile unterwegs, weg von der Hütte. Wir brauchen auf jeden Fall einen Unterschlupf. Ne? Und ich hoffe, dass die Sachen an der anderen Hütte nicht geklaut werden. Weil das ist wirklich Lebensversicherung. Dann sind wir aufgeschmissen. Ausgerechnet heute, ne? Heute ist der kälteste Tag hier. Bis minus 10 Grad. Oh, so ein Penner, Alter. Aber geil. Ich bin Waldpenner, Heckenpenner. Boah, das wird so schmecken gleich. Es wird wirklich immer kälter, also das könnt ihr euch vorstellen. Ich hab's auch ein bisschen unterschätzt, hab nur ein paar Socken an. Du hast doch ein paar Socken an, Digga? Ja, ich dachte, das wird aber. Bist du bekloppt, Digga? Ich hab drei paar Socken an. Guck mal, wie viel Schnee hier liegt. Ja, ist kein Spaß, Digga. So ein Unterarm lang ist das. Digga, ist länger als mein Cock, Alter. Essen ist fertig. Hast du das schon gesehen? Also man sieht, wir sind wirklich in der wilden Natur. Hier sind auf jeden Fall Tiere. Ich würde sagen, das ist so von einem Yeti ungefähr. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Tom und Spidey genießen ihr warmes Essen im Wald. Aber Holzi hat eine wichtige Nachricht an alle Zuschauer. Glaubst nicht, dass wir das hier gerade wirklich machen, ne? Leute, an dieser Stelle macht das auf gar keinen Fall nach. Unter gar keinen Umständen sowas nachahmen. Wir sind bekloppt und wir sind professionelle Stuntmänner. Wollen euch unterhalten, bei uns gucken, liken, abonnieren und sonst niemals nachmachen. Einfach zu Hause im Warmen chillen. Danke. Fazit? Ich hätte mehr davon kaufen sollen, Alter. Ja, ich fand es auch sehr lecker. Das war natürlich nicht alles, was wir haben, aber hier ist unsere Einkaufstüte. Wir haben natürlich sehr viel Stuff und das Müll wird jetzt hier reingetan. Wir lassen natürlich nichts zurück. Unser Plan ist es jetzt, bevor es dunkel wird, ein Lager zu finden. Also das ist ja wieder geisteskrank. Wir sind noch viel weiter reingelaufen und hier steht Lawinengefahr. Hier verlassen sie das von der Lawinenkommission kontrollierte Gebiet und begeben sich auf eigene Gefahr ins freie Alpingelände. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da hoch sollen oder woanders hingehen sollen. Das ist die Frage, Digga. Jetzt starte ich eine kleine Erkundung. Oh, jo. Hier sieht es ganz vielversprechend aus. Dieser Spot hier sieht eigentlich ganz nice aus. Oh. Perfekt, Digga. Sehr nice. Jetzt eigentlich, hier gibt es Jäger? Ja, schon. Aber die jagen hier nur kleine Moos. Und weiter jetzt hier.
Nach langer Suche im Wald denken Tom und ich, dass wir endlich den perfekten Spot für unser Lager gefunden haben. Merken dann aber, dass unser Zelt viel größer als gedacht ist. Ach du Scheiße! Also so könnte man liegen, man sitzt halt so ein bisschen. Aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht so. Aber ob ich jetzt hier die ganze Nacht schlafen kann, weiß ich auch nicht. Eieiei. Was machen wir hier? Ich habe das Gefühl, es wird jetzt schon dunkel, Digga. Aber ist noch gar nicht so spät. Ich bin ein absoluter Survival-Experte. Ich habe jetzt nämlich das Zelt hier wieder eingepackt, denn wir haben gesehen, es macht keinen Sinn. Das Zelt ist viel zu groß für diese Fläche. Wir brauchen einen besseren Ort. Deswegen war Tom erkunden. Das fette Wildschwein kommt auch da oben an. Und wir sind auch die ganzen Küttel hier im Wald, die ich gesehen habe. Und ich bin sehr gespannt, was er zu berichten hat, denn wir brauchen dringend einen Schlafplatz. Na, Tidoggele? Uiho. Ich würde sagen, wir gehen da hoch, gehen dann rechts hoch. Das sieht besser aus einfach. Mehr Lichtung, mehr gerade Flächen. Ich habe irgendwie eine Höhle von einem Tier gefunden. Ich guck rein und irgendwas geht gerade so rein. Ich hoffe alles. Der Hase oder so, irgendwas. Okay, wir suchen jetzt hier zum Essen. Ja, wir gehen hier diesen Weg bestimmt schon 2,5-3 Kilometer und wir sind todeslangsam. Und da hinten ist einfach eine Hütte. Wir können es zumindest mal abchecken, würde ich sagen, oder? Ja, komm, dann schauen wir mal nach. Warum läuft ein Tier? Bruder. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug drauf war. Ich habe die Wahl zwischen Reh, also Bergziege oder Alpaka. Also keine Ahnung, welches Tier Tom da gesehen haben will, aber ein paar Minuten später haben wir auf jeden Fall eine Gams gesehen. Ganz, ganz gefährliches Tier. Kurzer Zwischenstopp, wir sind in der Tannenbaumfarm. Guck mal bitte, wie das aussieht. Und da oben, nicht weiter als 50 Meter von uns, war eben dieses Tier. Das ist geisteskrank gerade. Es ist so unglaublich anstrengend. Wir fangen auch unnormal an zu schwitzen. Ich hoffe, dass das später nicht irgendwie zum Problem wird. Weil wir jetzt halt so dick angezogen sind und dann schwitzen. Das schlimmste Workout meines Lebens. Also da wohnt jemand? Ich weiß es nicht. Sieht irgendwie verlassen aus. Ist einfach so eine verlassene Hütte im Nirgendwo. Das kann was werden. Die ist abgeschlossen. Sollen wir hier vielleicht erstmal was essen? Digga, ich habe schon Todeshunger. Komm, dann erstmal hier haben wir auch eine Tisch. Ja, können wir uns da hinsetzen. Der das hier hingebaut hat, dankeschön. Ja. Wir können es auf jeden Fall gerade gebrauchen und wir werden auch nichts kaputt machen oder klauen. Einfach mitten im Nirgendwo. Mo und Holzi haben endlich auch ihre 3-Sterne-Unterkunft für die kommende Nacht gefunden. Ich und Tom sind allerdings immer noch auf der Suche nach dem perfekten Ort für die Nacht. Und langsam verlassen uns die Kräfte. Tom versucht es jetzt hier hochzuschaffen. Aber für 1000 Euro müssen wir euch natürlich auch was bieten. Wir geben alles, um diesen Survival-Trip hier unvergesslich zu machen für euch. Lasst gerne ein Like da. Uns würde das sehr helfen für die Zukunft. Für euch kostet es nichts, außer einen Klick. Also bitte. Ohne Likes können wir nicht überleben. Ich würde sagen, jetzt da hoch. Was hältst du davon? Nimm dir deine letzten Kräfte. Denn die Sonne wird jetzt gleich untergehen. Der Nebel kommt immer tiefer oder die Wolken oder was auch immer es ist und wir brauchen jetzt unser Lager. Wir sind komplett fertig mit den Nerven bzw. fertig mit den Kräften, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so rüberkommt, weil wir absolute Maschinen sind. Aber wir brauchen jetzt unser Lager, sonst wird das nichts. Vorne ist die Map noch nicht freigeschaltet, deswegen ist das alles in dichten Nebel gehüllt. So, nach einer erfolgreichen Mahlzeit sind wir fertig. Wir lassen einen Teil unserer Ausrüstung da liegen, nehmen nur das Nötigste. Wir gehen noch weiter rein, gucken noch nach einer geileren Unterkunft. Ansonsten wird es hier die alte, verlassene Jägerhütte. Wenn jetzt die Sachen später weg sind, sind wir erstens und zweitens wäre ein bisschen gruselig, weil vielleicht ist da ja doch noch wer drin. Auf der Suche nach Empfang, aber wirklich Fehlanzeige, wenn hier was passiert in diesen Zeiten. Eine Sache, die uns auf jeden Fall hier aufgefallen ist, wir sehen hier keine anderen Menschen. Ja, Bruder, guck mal bitte, wo wir sind. Die letzten Meter. Das ist komplett geisteskrank, was wir hier machen. Aber geil. Zum Glück haben wir das Port de Fort dabei. Und... also... Hammer, Digga, Hammer. Diesen View jetzt an hier. Ach du Scheiße, also wir sind offiziell ganz, ganz oben, Jungs. Alter, wir haben irgendwo da unten gestartet, man sieht es gar nicht. Aber jetzt müssen wir uns erstmal ausruhen. Ihr glaubt nicht, wie anstrengend das war. Oberschenkel platzen. Ja, hör nochmal. Ich schwitze wie eine Sau. Nach langem Wandern und Suchen haben wir auch endlich unseren Ort für die Nacht gefunden. Mussten nur gegen 5 Gämse kämpfen. Team 100 Euro begab sich auf eine Erkundungstour, um Zunder für ihr Lagerfeuer zu suchen. Leute, wir haben uns ein bisschen verschätzt. Ich weiß nicht, ob die Kamera das auspegelt. Ich sag euch, nicht mehr lange und ist hier stockfinster. Und wir haben jetzt erst unsere Sachen wieder hier abgelegt. Digga, es wird schon dunkel. Es wird dann, schon gut dunkel. Ich weiß nicht, was die anderen für Lampen haben, aber wir haben diese Lampe. Das ist fast wie nix, ne? Heute Abend, beziehungsweise heute Nacht, werde ich ihm schöne Gruselgeschichten erzählen über kleine Kinder, die im Wald verschwunden sind. Guck mal, es ist total lila schon auf der Kamera.
Wo bist du? Und hier jetzt noch mal ganz kurz. Senden fehlgeschlagen. Ja, ich wollte meiner Freundin eine Nachricht schicken, dass alles okay ist, aber da geht nichts raus. Da geht nichts raus. Ich habe mich schon bei meiner verabschiedet, bevor wir hingefahren sind. Du hast eigentlich richtig gemacht. Ey, ich frage mich, was die anderen machen. Weil das war jetzt einfach. Jetzt geht die Sonne unter. Jetzt wird es noch kälter. Die haben so gut wie nichts, um sich warm zu halten. Was machen die beiden jetzt? Ich hoffe, die ziehen durch. Aber ich würde es dir natürlich auch nicht übel nehmen, wenn die jetzt irgendwie abbrechen. Beziehungsweise ich hoffe, dass sie abbrechen. Wir sind gerade hier, wo eben das Tier war. Man sieht noch die Spuren. Guck mal, hier kommt dieses Tier. Ja, wirklich. Hier ist es ja hochgegangen. Vielleicht besuchst du uns heute Nacht. Schauen wir mal, ob der immer noch warm ist. Das ist jetzt natürlich die Frage. Also wenn das jetzt immer noch warm ist, dann weiß ich auch nicht. Also es qualmt auf jeden Fall. Als ob. Das ist so heiß. Als ob. Ich habe alles verbrannt. Wirklich? Ohne Spaß. Als ob du dich verbrannt hast. Hast du wirklich verbrannt? Alles verbrannt. Tut weh? Komm ein bisschen. Während ich oben auf dem Berg mein Maul verbrannte, mussten die Jungs nochmal ganz zum Anfang in die erste Hütte, um da ihre Sachen zu holen und die in die nächste Hütte zu bringen. So Leute, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Weges geschafft, bis zu der einen Hütte, wo wir unsere Sachen abgelegt haben. Es ist schon todesdunkel, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil wenn die Lampe aus ist, dann sieht es so aus. Die Dame aus dem Shop hat gesagt, Leute, wenn es euch zu kalt wird, das ist die letzte Lösung. Wir trinken selten, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Anlass hier. Jawohl! Prost. Boah, schmeckt irgendwie geiler hier raus. Ich bleib beim Tee erstmal. Ich hoffe, der Tee ist jetzt abgekühlt. Zweiter Versuch. Prost. Der liebt das. Jetzt perfekt. Leute, wir haben es fast an die Hütte zurückgeschafft. Die ist da hinten. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber das Ding ist, wir können uns mit den Jungs gar nicht unterhalten, kommunizieren, irgendwas, weil wir haben kein Netz. Und wenn irgendwem was passiert, sind wir komplett aufgeschmissen. Deswegen wollten wir eigentlich mal abchecken, was bei denen so geht. Und wir sind ja alte Pfadfinder. Wir müssen ja eigentlich nur deren Fußspuren lesen und gucken, wo die sich dann verbunkert haben. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie weit die reingegangen sind. Ich würde sagen, wir gehen mal ein paar Meter ab. Vielleicht hören wir was, vielleicht sehen wir was. Dann kann man ein bisschen gucken. Sonst werden wir merken, das dauert zu lange, weil es ist jetzt schon dunkel. Müssen uns schon ein bisschen beeilen, ne? Dann gleich gehen wir wieder um. Gleich ist es wirklich dunkel. Ja, komm. Sieht man was? Ja, minimal, ne? Okay, aber natürlich haben wir auch dafür das passende Parat. Boah, Digga, tanzen wir, Junge. Voll. Junge, der hier geht an die anderen. Junge, Digga, wir sind Schneeexperten, Survival-Experten, Leute. Ab heute nur noch als Survival-Experten ansprechen, bitte. So, die Jungs scheinen hier irgendwo hochgegangen zu sein. Ich glaube Richtung Wald. Folgen wir mal ein bisschen in den Spuren. Ne? Okay, wir haben jetzt uns erstmal hier ein Outdoor-Lager noch gebaut. Hier habe ich was für dich. Wir wollen ja nur nicht schlafen gehen. Nein. Hier Red Bull. Oh, passend zum Schnee. Natürlich das Weiße. Und für mich? Ein bisschen kühlen. 0,5er. Ja, du bist auch ein großer Junge, ne? Kannst du gut mischen mit dem Jack Daniels. Also die Jungs müssen hier über den Draht geklettert sein, so wie das aussieht, in den Wald rein und dann querfeldein wahrscheinlich da noch weiter, weil da sieht man noch ein paar Fußspuren. Bestimmt sind die da irgendwo ganz tief drinne, aber ja, bei uns ist jetzt schon todesdunkel. Wir müssen noch zu unserem Camp zurück, deswegen drehen wir an der Stelle um und wünschen denen natürlich viel Glück und alles Gute. Leute, da ganz unten, ihr seht's, ist ein Licht. Wir wissen nicht, ob das die Jungs sind oder irgendwer anders. Irgendjemand sucht was. Irgendjemand sucht hier was. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Schiss wir in diesem Moment hatten. Wir haben uns alles Mögliche ausgemalt. Von irgendwelchen Jägern, die uns jagen wollten, bis hin zu Yetis, die mit Licht durch den Wald gelaufen sind. Es war auf jeden Fall sehr scary. Wir haben gerade locker 20 Minuten lang ein Licht beobachtet von hier oben. Und hatten ungeheuer Angst, weil das Licht hat was gesucht. Und es sah aus wie unsere Fußstapfen. Ja, der Kackstift ist am Malen, Alter, das ist geisteskrank. Sobald es dunkel wird, wird alles so gruselig. Mein Herz hat so geklopft gerade, weil das Licht kam auch so ein bisschen in unsere Richtung. Halt. Aber mittlerweile sehen wir es jetzt seit so 5 bis 10 Minuten nicht mehr. Ich hoffe, dass so keiner Jagd auf uns macht. Scheiße. Weil vielleicht waren es natürlich auch die Jungs. Aber da wisst ihr ja nicht, warum sollten die halt mit dem Licht da rumlaufen? Das ist irgendwie so dumm. Also ja. Mittlerweile ist es echt spät, die sollten ihr Versteck langsam haben. Schauen wir mal, was noch passiert. Oder ich sehe dich schon fast nicht mehr so dunkel, ist das, ne? Geisteskrank. Also wir sind auf dem Rückweg, wir haben noch einen ordentlichen Marsch vor uns. Keine Menschen hier, außer wir und wahrscheinlich Spidey und Tom. Mich würde das so interessieren, was die gerade machen, ne? Ich glaube nicht, dass die noch irgendwas machen müssen. Wir sind wieder die Idioten, die hier wieder alles hier noch rumschleppen. Die alles hier noch machen, wenn es stockdunkel ist, Alter. Petri, hi. Wir sind auf einer kleinen Erkundungstour, um uns die Zeit zu vertreiben. Hörst du das? Wasser. Das ist Wasser.
Mo und Holzi sind dabei, ihre Bude zu dekorieren und starten auch endlich ihr Lagerfeuer für die Nacht, damit sie nicht erfrieren. Währenddessen habe ich auf jeden Fall die Idee des Tages, die Tom auf gar keinen Fall bereuen wird. Nimm mal da so einen Eiszapfen, Bruder. Pass auf. Hey, damit jagen wir jetzt den Mo. Das ist crazy. Junge. Das erinnert mich an etwas. Oh yeah. For the boys. Oh yeah. So, wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Zunder. Zum Glück waren wir vorher schon fleißig. Das Feuer brennt schön. Wir sind schlau. Wir haben die Thermoskanne, die jetzt leider nicht mehr ganz so warm ist, direkt neben das Feuer gelegt. Dass wir dann auch ein bisschen warmes Wasser wahrscheinlich noch haben. Dann können wir gleich einen Tee trinken. Also bisher läuft besser, als ich gedacht habe, Digga. Ich hätte nicht gedacht, dass wir alles so easy hinkriegen. So, aus Prinzip knall ich mir jetzt hier den 80-Euro-Smoothie rein. Prost. Prost, schön. Boah, schmeckt unnormal kacke, aber, aber einfach geil. Hauptsache Geld ausgegeben. Das erste Festmahl, Brot über der Flamme. Den Käse hier noch ein bisschen reinhalten, damit er auch ein bisschen warm ist und ein bisschen weich, ne? Dann packst du dir das hier drauf. Und wie schmeckt das? Locker. Ja Leute, meine Füße, die sind so kalt, seitdem ich da ins Wasser getreten bin. Ich versuche jetzt mal den Schlafsack aufzubauen, um mich dann da reinzulegen. Der Rucksack ist so kalt. Decke. Oh. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt meine Snacks. Ich hole mir den Jack Daniels. Und dann ziehe ich die Schuhe aus, weil die sind nass. Und dann chill ich ein bisschen dran. Let's go. Unsere Matte muss ja noch erst rein. Tu dein Ding auch, der Kleine. Eine Sache. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Den können wir nicht rein. Gute Nacht, ne? Was machen wir hier eigentlich, ey? Junge, Junge. Mo und ich waren gerade noch mal ein bisschen neues Feuerholz sammeln. Wir haben zwar schon ein bisschen was geschafft, aber es ist noch ein langer Weg. Ja. Ich glaube, es dauert noch 8 Stunden oder so. Die Sonne aufgehen, Leute. Schauen wir mal, ob wir das packen, ne? Man muss sagen, diese 1000 Euro machen sich schon bemerkbar. Also wir haben hier wirklich schon ein Luxusleben praktisch. Ich weiß nicht, wie die anderen das schaffen wollen, aber für uns ist es schon sehr geil jetzt hier drin. Und du musst überlegen, das ist ja nicht nur das Zelt, das sind die Decken, das ist alles Mögliche. Und die haben ja nur Schlafsäcke. Keine Ahnung, was die da gerade machen. Vielleicht probieren die auch einfach so die ganze Nacht wach zu bleiben und rumzulaufen, aber da irgendwann geht dir die Kraft aus. Aber du kennst den Mo, der Holzi, der macht es vielleicht, aber der Mo, der ist im Schlaf. Also Mo hat, glaube ich, jetzt schon aufgegeben. Was ist das für ein Mist, Alter? Wir wollen hier gerade was trinken. Das Wasser ist einfach gefroren, Digga. Ey, wie können wir noch so warm sein, aber das Wasser schon gefroren? Der Mo hat hier das Lagerfeuer im Griff. Ich habe alles im Griff, ja. Langsam wird es spät, Tom ist eingekuschelt. Meine Füße sind so kalt, wie diese scheiß Eiszapfen. Aber egal, ich glaube, so kann man schlafen. Ich murmel mich auch in meinen Schlafsack. Die Decke benutze ich einfach als Kopfkissen. Und so werden wir eine Nacht safe überstehen. Ja. Das sollte kein Problem sein. Sonst sind wir echt Muschis. Man kann gar nichts sehen, Leute. Wir sind gerade in den Bergen, in den Wäldern und haben Beidi und Toms Spuren verfolgt. Das Ding ist, die verlaufen sich an manchen Stellen so ein bisschen. Wir wissen nicht genau, wo die hingegangen sind. Ich glaube, wir sind immer noch auf der richtigen Fährte. Ja, aber das würde aber heißen, dass sie sehr weit reingegangen sind und sehr hoch gekraxelt sind. Das könnten noch Spuren von den Jungs sein. Vielleicht liegen wir aber auch einfach komplett daneben. Zu der Zeit, wo die Jungs uns am Suchen waren, waren wir schon am Pennen. Zum Glück haben die uns nicht gefunden. Wer weiß, was dann passiert wäre. Also wir sind jetzt gerade auf dem Weg zurück zu unserem Camp. Wollten das Camp von den Jungs finden, haben wir nicht gefunden. Frage ist halt, Nacht durchmachen oder ein bisschen versuchen zu schlafen. Ich glaube, wir wählen letztere Variante und gehen mal gleich ein bisschen in die Schlafsäcke rein. Ne? Fuck. Ich muss pinkeln, Alter. Ich muss so pinkeln. Das ist wirklich crazy. Jetzt muss ich da raus. Ich habe mein Geschäft erledigt. Jetzt muss aber der zweite Kollege noch. Scheiße, meine Füße, meine Schuhe sind noch nass. Ich glaube, ich pinkel von hier, aber so geht es. Dann pinkel ich dahin. Das ist fantastisch. Digga, es ist mitten in der Nacht. Mann, ich war schon eingeschlafen, da musste ich pinkeln. Na, Tom geweckt. Okay, jetzt geht's wieder rein. Aufpassen auf den gelben Schnee. Was hast du da versucht zu schreiben? Help. Wieder eingemurmelt und weiter schlafen, mein Freund. Was überhaupt?
Junge, ich war schon am Einpennen. Jetzt wird wieder voll kalt. Egal, es wird schon. Den anderen geht's bestimmt beschissener. Bruder, dieser Schlafsack, ne, das ist so eine Scheiße. Haut rein, Leute, ne, dann sehen wir uns, ne, in, keine Ahnung, ein paar Stunden. Ich stelle mal weg, bevor ich hier noch Kältetote mache. Petri-Ei. Ne, so eine Petri-Ei, Leute, ne. 20 Minuten später. Das kannst du ja keinem erzählen. Der muss schon wieder pinkeln. Hat sich jetzt halb aus dem Zelt rausgelehnt und kommt jetzt wieder rein. Wow, aber wie kann das hier drin so einfach? Ist es so kalt? Das ist scheiße für uns, jetzt mal for real. Das ist super scheiße. Guck mal, wie das aussieht. Ey, das ist wirklich scheiße, Lukas. Ja, das kann, da geh nicht so oft pinkeln. Wenn du jetzt noch einmal pinkeln musst, Digga. Nee, jetzt nicht wirklich. Das war wegen dem Jack Daniels. Ich hab mittlerweile, mittlerweile hab ich das ganze Ding leer getrunken. Wie kann das sein, Alter? Was passiert hier? Ich schieße nicht zu, Alter. Oh, wir versuchen weiter zu schlafen. Tschö. Okay, wir haben jetzt kurz vor drei. Digga, ich muss wieder pissen, aber es ist wirklich kalt, Digga. Oh, man sieht's auch. Das ganze Zelt ist eingefroren. Ich muss auch pissen, Digga, sag ich dir. Ja, dann lass zusammen, aber ich hab das Gefühl, das Zelt wird immer kleiner irgendwie. Ja, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Das sieht wirklich gar nicht gut aus, sag ich dir, wie es ist. Aber wir müssen noch ein paar Stunden aushalten. Dieses Pinkeln gehen, das killt uns so krass. Ich komm wieder rein, Bruder. Ich komm rein. Später. Genau, 4 Uhr. Das Schnarchen nimmt kein Ende. Es ist der nächste Morgen und die Jungs machen schnell ihr Lagerfeuer wieder an, weil sie sonst erfrieren würden. So, jetzt machen wir unsere Lebensversicherung an. Wenn das Ding jetzt nicht geht, ne? Bruder, dann war's das für uns hier, ne? Hier kommt auch kein Mensch vorbei, ne? Bei uns im Zelt ging's heiß her und es hat sich einiges gebildet, aber leider nur Eis an den kompletten Wänden. Oh, good morning, meine Freunde. Good morning in the morning, sagt man so schön. Das ist auch wirklich morning. Wir haben jetzt kurz vor 7, das Zelt ist eingeeist. Das ist nicht normal, wir haben irgendwas komplett falsch gemacht. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Es geht jetzt erstmal raus. Oh mein Gott, wie das aussieht. Und ja, dann heißt es natürlich auch abbauen. Die letzten Stunden hier noch genießen. Los geht's. Okay, Feuer macht's auf jeden Fall schon mal wieder. Schon mal gut. Ganz großes Problem gerade. Junge, ich komme nicht in den Schuh. Die sind so eingefroren. Ich komme da nicht rein. Also ich mein's ernst. Ich habe auch eben angefasst, der ist komplett hart. Digga, du kannst mich mal mit erschlagen. Und ja, Rückweg, dies, das gehört natürlich auch zur Survival Challenge. Ach du Scheiße. Deswegen wird das ein ganz großes Problem jetzt. Kann man die irgendwie auftauen? Wir haben noch Streichhölzer, das ist das Einzige, was ich da anbieten kann. Ich halte jetzt daran. Das Feuer brennt wieder. Es scheint zu funktionieren mit den Schuhen. Boah, wenn wir nicht in die Schuhe gekommen wären, ne, wir hätten nichts machen können. Ja. Junge, Holzi, deine Socken am Abdampfen da. Ja, solange die nicht brennen, ist alles gut, Digga. Das sieht so krank aus. Digga, dieser Schuh muss wieder leben. Dieser Schuh muss wieder, der muss wach werden. Steh auf, Bruder. Junge, das muss ich mit Socken runter, Digga. Da bring ich das wirst du nicht schaffen. Du musst da rein. Wir wärmen uns noch am Lagerfeuer auf. Ich sag mal so, es ist fast wieder hell, also es dauert wahrscheinlich jetzt noch ein Stündchen oder so. Bin sehr gespannt, ob das bei denen auch so lief. Ich hoffe auch. Ich meine, wir haben es auf jeden Fall gepackt. Wir haben es auch gut gemacht, würde ich sagen. Also ist klar, also, es war schon kalt, es war schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unangenehm, aber wir haben es dafür eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Das, was wir machen sollten zum Überleben, haben wir eigentlich gemacht. Das haben wir gut gemacht. Was haben wir? Wir können überall überleben. Wir sind die Wahren. So, wir haben jetzt knapp ein Stündchen gebraucht, um unser Camp abzubauen. Aber hier wird nichts zurückgelassen, nichts verschmutzt. Und jetzt heißt es den Berg runter, denn das wird auch einiges an Zeit und Kraft kosten, um irgendwann dann die anderen zu treffen. Also wir sehen aus wie so Eskimos. Ich bin dead, Alter. Let's go. Der Arme, dem geht's gar nicht gut. Power! Irgendwann später. Da haben wir die 100 Euro Camper. Uns geht's gut. Wir packen hier die letzten Sachen zusammen. Gut durchgestanden. Ja, wir können stolz auf uns alle sein, Digga. Wir haben alle durchgezogen und das geschafft. Warum lacht ihr so? Was hat ihr gemacht? Hat durchgezogen, hat ihr geschummelt?
Wir haben durchgezogen. Kommentiert mal, wo wir die Survival Challenge als nächstes machen sollen. Und Respekt an alle Jungs, dass wir so durchgezogen haben. Am Ende will ich nur sagen, das, was am anstrengendsten war, war Toms Geschnarche. Ich schwöre, dein Geschnarche? Nein. Ich habe dein Geschnarche aufgenommen. Ja. Ich habe dem das ja gar nicht gesagt, aber der stöhnt im Schlaf nicht. Ja, das wissen wir alle mittlerweile. Aber ansonsten haben wir gut durchgezogen. Lass ein Like da und ein Abo für mehr so crazy Videos. Hier kommen nur geisteskranke Videos, Leute. Digga, lass dein Abo da. Die Gang ist always on the top. Ciao.